zu einem Pkw-Brand innerhalb einer Tiefgarage. Bei Eintreffen konnte der Pkw im Vollbrand vorgefunden werden. Von Leonberg kam dann eben auch das Luftlösch- und Unterstützungsfahrzeug, wo hauptsächlich im Tunnelbrand eingesetzt wird. Wir sind in Rudesheim, Innenstadtbereich. Wir wurden um 19.30 Uhr hier alarmiert zum 2BIDL, also Brandinnerorts mit Drehleiterunterstützung, zu einem Pkw-Brand innerhalb einer Tiefgarage. Bei Eintreffen konnte der Pkw im Vollbrand vorgefunden werden. Es gab eine massive Rauchentwicklung und wir hatten die Herausforderung hier mit vier angeschlossenen Gebäuden an der Garage. Das heißt, wir hatten in der Erstphase die Herausforderung natürlich der Brandbekämpfung und der gleichzeitigen Gebäuderäumung mit sehr vielen Personen. Gerade aber auch die Herausforderung eingegangen, wie hat es ausgesehen, waren da Treppenhäuser verbraucht, wie kann man sich so einen Komplex vorstellen, wo eine Tiefgarage unter mehreren Gebäuden ist? Also glücklicherweise waren alle Brandschutztüren der Gebäude geschlossen, das heißt also alle Treppenräume waren nahezu rauchfrei. Das war ein großer Vorteil natürlich für die Gebäuderäumung und für die Evakuierung der Gebäude. Wir hatten dann 28 Personen in der Betreuung, die wurden vom DRK hier im DRK-Gebäude versorgt, in einem warmen mit Essen und Getränke während der Einsatzmaßnahmen, genau.
habe ich gesehen, ihr wart mit Lüfter an der Haustür gegangen. Ist da trotzdem irgendwo was verraucht gewesen? Die Lüfter wurden als Vorsichtsmaßnahme gesetzt, weil wir auch die Tiefgarage dann in der zweiten Phase dann rauchfrei bekommen wollten. Und als Schutz, damit definitiv kein Rauch in die Gebäude eindringt, haben wir an jedem Treppenraum Lüfter positioniert, um da eben Überdruck zu erzeugen und dass da so wenig Rauchgase wie möglich in die Gebäude, in die Wohngebäude gehen. Hat es beim PKW-Brand in der Tiefgarage nur ein PKW oder sind mehrere beschädigt worden? Also so wie es aktuell aussieht, wir sind jetzt kurz bevor wir, also wir können jetzt demnächst die Tiefgarage betreten. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein PKW im Vollbrand stand und ein benachbartes Fahrzeug mit in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber sonst keine weiteren betroffen sind. Jetzt habe ich gesehen, vorher war so ein großer Lüfter von der Feuerwehr Leonberg da. Was macht denn der? Ja genau, also wir hatten in der Erstphase natürlich aufgrund der massiven Rauchentwicklung des Vollbrandes haben wir einen zweiten Löschzug alarmiert. Wir haben Kräfte von der Feuerwehr Leonberg und von der Feuerwehr Weissach mit dazu alarmiert. Und von Leonberg kam dann eben auch das Löschunterstützungsfahrzeug, wo hauptsächlich im Tunnelbrand eingesetzt wird oder eben gerade bei solchen Tiefgaragenbränden eine enorm wichtige taktische Komponente darstellt. Was kann das Fahrzeug dann? Ah, das Fahrzeug kann einfach dann mit PA-Trupps quasi vorrücken und kann Temperatur absenken und kann auch durch die große Lüfterfunktion auch relativ schnell große Bereiche rauchfrei bringen. Gut, gab es Verletzungen im Einsatz? Aktuell Stand jetzt ist mir keine Verletzung bekannt. Wir haben aber noch nicht den abschließenden Lagemeldung oder Lagebericht mit dem DRK zusammen. Und dann noch zum Schluss die Anzahl der Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte. Also wir hatten hier in Summe 70 Feuerwehrleute grob mit ca. 12 Fahrzeugen und wir hatten noch den Rettungsdienst mit 28 Kräften und 5 Funkstreifen der Polizei vor Ort. Vielen Dank, Herr Hegger. Danke auch.
diese Videodoku gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen, und die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Und sehr gerne dürft ihr natürlich wie immer in den Kommentaren unter dem Video eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen. Ich hoffe, ich bleibe genau so und führe ein.